Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Zwergenschild. Das ist die zweite Aufnahme an Tag 18 bei dem Spiel 7 Days to Die. Ich habe immer noch das Bein gebrochen, vielleicht laufe ich ja deswegen nur so langsam. Und sehe noch den Kaffee eben zu Ende. Danach machen wir uns auf den Weg irgendwo hin in eine Bücherei. In der Bücherei war auch gleichzeitig ein Pillenladen, da hole ich mir das restliche Zeug, was da noch drin ist. Wir waren da ja letzte Mal kaum oder gar nicht drin. Auf zum Pillenladen. Habe ich noch Wasser bei? Drei, na gut. Aber Fresschen habe ich noch. Mal gucken, ob ich noch Hunger habe. Ja, einmal kann ich noch essen. Komm, jawohl, jetzt habe ich wieder 90 Leben, das ist sehr gut, das freut mich. Und das Ding kann ich ja auch reparieren erstmal. Dann stehe ich da wie letzte Mal und habe gar keine Armbrust mehr, das geht nicht. In deiner Luft. Ach, das ist wieder in der Nähe von der Stadt, möchte ich wetten. Und da lasse ich den Airdrop durch, mal Airdrop sein, oder? Mal gucken, wie weit das ist. Ist gar nicht in der Nähe von der Stadt. Okay, den kann ich mir holen, denke ich. Obwohl von dem, was drin ist, werde ich wohl alles schon haben. Also Tabletten, Rotkreuzverbände und First Aids Kisten. Da werde ich alles schon haben. Oder wird hier immer blasser? Vielleicht ist er ganz weg. Also in der Luft kaum noch zu erkennen. Keine Ahnung, woran das liegt. Die Kiste schält sich langsam raus. Aber das Ding ist ja auch schon fast auf dem Boden. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Da könnten sie nochmal dran arbeiten an den Airdrops und irgendwie sowas machen, dass man die auch erreicht. Jedenfalls manchmal. Der jankt hier rum, als wenn er erst einen Tag auf der Welt wäre. Auch nicht besser. Ja, fast. Also interessanter die auch sein mag hier, ne? Ein bisschen elendig ist das schon. Ich habe keine Lust, mich hier hochzuarbeiten mit der Schippe. Da will ich auch nicht runter. Ich dachte erst, das hier wäre ein
eine Höhle. Ja, da komme ich aber hoch. Erstmal wieder ein bisschen Ausdauer generieren lassen. Den Erddruck, den kriege ich doch nie. Scheint klar, selber soll's. Aber das denn, du armes Kerlchen, hä? Wo bist du denn so unzufrieden, dass du hier so rummaust? Erzähl mal. Das hier sieht ja auch ganz lustig aus, so schön rechteckig. Weil hoffentlich ist er da nicht unten drin. Ja, sicher, ey. Wieso treffe ich den Scheißkerl nicht aus der direkten Nähe? Und du fließt da runter. Ja, fast. Ist das mein Bauch oder ist das hier irgendwo ein Zombie? Kann aber was ausziehen. Jetzt mal die Jacke hier. Die bringt ja voll für 30 Grad. Und bis zu dem Hügel davon laufe ich noch und wenn da nichts ist, dann hau ich wieder ab zurück hier. Da kommt auch schon wieder eine grüne Landschaft. Ja gut, dann gehen wir da noch ein bisschen weiter gucken. Hier ist wieder ein Höhleneingang. Also Höhlen haben die hier satt und genug gemacht, die Funfilms. So finde ich das jedenfalls. Ein bisschen. Ich sollte darauf abwarten, wenn ich die mal unterwegs einfach so finde, die Airdrops und nicht wieder hinterherlatschen. Also, das kann es ja auch nicht sein hier. Das sieht doch süß aus. Da können wir auch gleich mal gucken, ob tatsächlich Ressourcen da wachsen, wo der Stein zutage kommt. Und das sieht mir ganz so aus. Seht ihr die schwarzen Flecke da? Das wird Kohle bzw. Eisen sein. Also müsste man hier auch wie auf Neverskein ganz wundervoll minern können. Ich sehe da Airdrop drin. Ja, geht gut ab hier.
Das wäre auch wieder so ein Teil, wo man sich ein Haus bauen könnte. Aber, wer will das schon? So, ich sehe auch hier keine Kiste. Das heißt, wir haben hier wohl ein bisschen Landschaft und Gegend aufgedeckt, aber mehr auch nicht. Und ich werde mal wieder zusehen, dass ich hier woanders hinkomme. Ja gut, wie laufen wir? Hier bin ich, wenn ich so zurücklaufe, komme ich an der Stadt vorbei. Hier ist das zu nahe hier. Und ich muss hier irgendwo hin, da hier unten dieser Ecke müssen die Geschäfte sein, zu denen ich will. Also, sobald ich die Stadt sehe, ändere ich den Kurs und gehe ein bisschen schräger. Denn auf Hunde habe ich wirklich keinen Bock. Außerdem muss ich langsam sicher aus der Wüste raus. Dann mache ich meinen Wassereimer nochmal voll, das eine, was ich gerade leer gemacht habe. Gerade sagen, damit die Hunde mich auch ja riechen können, schließe ich mal eben den Hirsch hier. Super, da ist ein Bär. Und ich habe die Hunting-Riffel gerade rausgepackt. Aber der Bär steht da nur rum. Ein Bärendenkmal, Arbeiterdenkmal für Bären. Du Spatz, gehst nicht auf meine Tastatur, ist das klar? Also gerade haben sie noch miteinander geschmust, jetzt kloppen sie sich wieder, die beiden Idioten. Ist hier auch wieder eine Höhle? Ja, sieht so aus. Ja, aber nicht ganz runter. Ja gut. Die Höhle, die runter geht, wohl hier sein. Also Höhlen haben wir hier satt und genug.
Es wird aber Zeit, dass ich dich mal triff, Alter. Ich feiere an. Hat er mir den Knochen gebrochen? Nee, hat er nicht geschafft. Habe ich aber jetzt Glück gehabt. Ja, nicht, weil das so schwierig ist in dem Spiel, wenn man einen Knochen gebrochen hat, sondern weil das, wenn man einmal den Knochen gebrochen hat, der immer wieder leichter bricht. Hundetag habe ich noch nicht wieder gesehen. Könnten aber langsam aber sicher vorstellen, dass der langsam aber sicher auch kommt. So, da hinten könnte die Tanko schon mal sein und erstmal gucken. Ja, das sind hier ja doch, da könnten die schon sein. Die Tanke war das, hier, ein kleines Haus hier, der Pillenladen und die Bücherei. In die Bücherei will ich rein. Die kam ja aus dem Nix. Boah, die ammern da aber auch rum hier. Ich komme aus der anderen Richtung. Dürfte tot sein. Also wenn ich weitere Dingspunkte zu vergeben habe, Skillpunkte, werde ich die natürlich wieder auf den Bogen setzen. Weil so gefällt mir das. Soll auch nicht schlechter werden jetzt. Eine kranke Schwester bei? Nee, aber ich guck trotzdem einmal durch. Ja, und nu? Jetzt mal ein bisschen Büchsenfutter. Ist noch einer. So, wo hier ist Pilz und da hinten müsste der Büchereiladen sein. Ob ich und was ich wegpacke, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wäre es nett, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Buch für eine Knarre kriege. Und das Ammunition-Buch natürlich. Ey, da bückt die sich kurz vorher noch. Ach du Zicke, hast du jetzt davon.
Da drängt mich die scheiß Fußsuppe jetzt zurück, glaube ich aber nicht. Mann, ich brauchte nicht weichen, bis der angeschissen gekommen ist. Ist noch eine? Und da kommt noch eine. Stellen, die kann ich rausschmeißen. Und hier ist Platz für zwei Bücher. Aber erst will ich mal gucken, wo hier noch einer rumturnt. Nicht Ammunition, aber Magnum-Buch haben wir jetzt gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Damit müsste ich die Munition von Magnum machen können. Und wo ist der? Der geht mir so auf den Sack hier, sonst da oben. Egal. Eine Tablette essen. Und das haben wir doch schon tausendmal. Wenn ich das jetzt kipp, habe ich keinen Platz mehr. Den Knochen soll was Wichtiges sein. Shotgun-Schematik, die große, die lange, das ist gut. Müssen wir nachher dann nochmal nach Hause. Erstmal alles holen für Munition machen. Und dann die Knarren herstellen. Ja, guck doch da rein. Der ganze völlig irre. Hier war ich schon. Da war ich noch nicht. Wieder habe ich eigentlich schon. Irgendwelche Stiefel. Stiefel meine ich. Habe ich doch schon mit Söhnen das jetzt. Also haben wir hier die Shotgun gefunden und die Magnum. Aber das Ammunition-Buch haben wir immer noch nicht. Was ist das denn hier? AK-47, die habe ich noch nicht.
Noch eine Shotgun. SMG dürfte ich schon haben, aber ich weiß halt nicht mehr genau. Obwohl ich mir sehr ungern eine SMG herstellen würde, weil die so unglaublich viel Munition verbraucht. Händelbar, ja, das ist ja schon mal fein. Nochmal der Iron Schädeldecke. Moment, das machen wir anders. Dann machen wir erstmal die Zyscrap. Die Zyscrap. Und die packen wir rein, machen die auch zu Scrap. Hat sich heute auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr gelohnt. Der Griffel habe ich die Tage gefunden. Und jetzt müssen wir in welche Richtung? Ja, dürfte die richtige jetzt sein. Und jetzt haben wir eigentlich Knarren genug gelernt. Dann müssten wir auch welche herstellen können. Da muss ich nachher nochmal in der nächsten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns gleich wieder. Ich sage ciao, ciao und bye bye.